Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr Lieben, heute gibt's bei mir schnelle Spaghetti-Pfanne. Ja, ich stelle euch meine Zutaten vor. So, wir fangen hier ganz rechts. Spaghetti, Sahne, Gemüsepulver, Chili, Paprika, Thymian. Hier Zwiebel, Paprika, Knoblauch und Garnelen. Diese hier sind schon vorgekocht. So, das wären jetzt meine Zutaten für meine schnelle Spaghetti-Pfanne. So, ihr Lieben, ich habe etwas Öl in meiner Pfanne. Hinzu kommen die Zwiebel. Die habe ich schön in Würfel geschnitten. Und dann auch schon die Knoblauch. So. Dann gleich auch noch Thymian. Mein Herd ist auf mittlere Stufe bei mir, also mittlere Hitzestufe. So, dann lassen wir die Zwiebeln schön ein bisschen glasig werden, so für eine Minute oder so. Genau. So, dann kommt auch schon die Paprika, Chili, dieses Gericht hier ist schnell gemacht, also wenn man keine Zeit hat und schnell was machen will, ist das super. So, dann Gemüsebrühe. So, die auch für eine Minute schön kochen. So. So, ihr Lieben, jetzt kommt die Sahne dazu. Genau. Dann lassen wir das für erstmal 3 Minuten kochen. So. Und genau, die Garnelen können auch gleich rein. Dann werde ich gleich gucken, wie das mit dem Salz ist, weil ich habe ja Gemüsebrühe drin, die enthält ja auch Salz. Also erstmal schmeckt das lecker, vielleicht ganz klein bisschen Salz könnte das noch vertragen.
Mal gucken. Nee, ich warte noch. So, dann lasse ich das jetzt erstmal für ungefähr 3 Minuten kochen. So, ihr Lieben, meine Spaghetti kochen auch schön. Ich möchte sie al dente haben, also nicht zu weich, ja. Da muss noch ein klein bisschen. Probieren wir mal, ist noch nicht gar, glaube ich. Nein, muss noch ein bisschen. Genau. So, ihr Lieben, ich hatte euch vergessen, Tomatenmark vorzustellen. Ja, das kommt auch rein. Schön alles gut verrühren. Genau. So die Konsistenz. So möchte ich haben. So. Dann lasse ich das noch für weitere 3 Minuten kochen. Ja. So, ihr Lieben, meine Soße ist soweit fertig, ja? Die Spaghetti auch. Schön al dente geworden. So, jetzt kommen die in die Soße. Dann alles schön vermengen. Also ich bräuchte keine zusätzliche Salz. War okay. Ah. Sieht das nicht lecker aus? So, noch ein bisschen Nudeln hier. So, ihr Lieben, ihr habt gesehen, das ging ganz schnell, ja. Das kann man ganz schnell zubereiten. So, genau. So, ihr Lieben, das war's schon. Schnelle Spaghetti-Pfanne. Super einfach und lecker. So, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch, ja? Und abonniere unseren Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt. So, ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.